ist es ein Best-Practice-Beispiel, wie vor 20 Jahren ein deutsches und ein österreichisches Unternehmen übereinkamen, gemeinsame Sache zu machen und ein ERP-System zu installieren. Aber nicht irgendein ERP-System und nicht nur an einem Standort, sondern ein ERP-System zu kreieren, das in 17 Ländern an 22 Standorten genutzt wird. Und diese Partnerschaft, die hat seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren Bestand und wird noch weiter ausgebaut. Wer sind denn die beiden Partner, die vor fast zwei Jahrzehnten übereinkamen, gemeinsame Sache zu tun? Es ist einerseits auf Seiten des Dienstleistungsnehmers, in dem Fall die Stihl-Gruppe, ein deutsches Familienunternehmen mittelständischer Prägung, aktuell mit knapp 3 Milliarden Euro Umsatz, tätig an mehr als 40 Standorten weltweit, davon 36 Vertriebsstandorte. Mehr als 14.000 Menschen arbeiten weltweit für die Stihl-Gruppe. Für diejenigen, denen Stihl kein Begriff ist, wir stellen motorbetriebene Geräte für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und für den Gartenbereich her. Wenn Sie unsere Geräte im Baumarkt suchen, muss ich Sie enttäuschen. Wir vertreiben unsere Produkte einzig und allein über den servicegebenden Fachhandel. Sie werden uns also bei Baumarkts, Bauhaus, Obi und Co. nicht finden. Umso mehr freue ich mich trotzdem anzumerken, dass wir Marktführer sind, sowohl am Weltmarkt als auch in Österreich, in den wichtigsten Produktgruppen, in denen wir tätig sind. Stihl-Gruppe weltweit ist ein Thema. In Österreich betreiben wir zwei Standorte. Eine Verwaltungs-, Logistik- und Schulungszentrale in Vösendorf, südlich von Wien. Das Gebäude wurde 2012 neu eröffnet und eine Produktionsstätte, die unter dem Namen Viking firmiert, in Langkampfen bei Kufstein. Wenn Sie sich in der Pause draußen umgesehen haben, dann haben Sie einen Rasenroboter gesehen. Auf dem steht auch Viking drauf. Das ist ein waschechter Österreicher. Der wird auch in dieser Fabrik in Langkampfen bei Tirol gefertigt, so wie alle Viking-Produkte von dort kommen, aber auch im Rahmen des weltweiten Fertigungsverbundes einige Stihl-Produkte. Welche Produkte stellen wir denn wirklich her? Wir stellen Produkte für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Garten her. Das bekannteste Produkt ist die Motorsäge. Mittlerweile verkaufen wir aber wesentlich mehr andere Geräte als Motorsägen. Trimmer, Heckenscheren, Bohrgeräte, Hochdruckreiniger, um einige zu nennen. Die Marke Viking, die einzige Zweitmarke, die wir besitzen, stellt Produkte ausschließlich für den Gartenbereich her. Sie sehen hier auch ein Foto der Fabrik in Langkampfen, eine der modernsten Gartengerätefabriken Europas. Und egal, welche Antriebsquelle Sie suchen, ob Benzin, Elektro oder Akku, Stihl bietet jedem Kunden die technisch beste Lösung oder jene Lösung, die er benötigt. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung zur Firma Brainforce, weil immerhin war es Brainforce, jenes Unternehmen, das Stihl vor 20 Jahren angeboten hat, wir liefern dir für deinen weltweiten Vertrieb die optimale Lösung. Ich komme aus dem ERP-Geschäft, sprich Enterprise Resource Planning. Unsere Industrie muss sich immer wieder an der Nase nehmen, nicht mit diesen drei Buchstabenabkürzungen zu sprechen, damit uns andere auch noch verstehen. Sprich, wir begleiten Unternehmen wertschöpfend von der Finanzbuchhaltung über die Warenwirtschaft, über die Logistik bis zur Produktionsplanung und versuchen hier so gut es geht mit den Kunden gemeinsam Prozesse in einer Software abzubilden. Die Brainforce Österreich gehört seit Oktober 2014 zur CGECA-Gruppe. Wir waren vorher im Verbund der Cross Industries als rein österreichisches Unternehmen. CGECA hat mit Oktober die komplette Brainforce-Gruppe übernommen und damit sind wir im Moment in einem IT-Firmenverband mit 11 Standorten in Europa, rund 3.200 Mitarbeitern und bieten von klassischen Outsourcing und Hosting Cloud Solutions bis zu maßgeschneiderten Softwarelösungen direkt für unsere Kunden an. So wie mein Vorredner gesagt hat, Stihl, ein Familienunternehmen, ist auch diese belgische Unternehmensgruppe immer noch Eigentümer geführt und von den Kennzahlen her für das laufende Jahr, so wie es momentan ausschaut, werden wir bei roundabout 350 Millionen Euro Umsatz aufschlagen. Die Brainforce Österreich ist ein bisschen kleiner. Im Moment haben wir auf drei Standorten, wobei der Hauptstandort im Wienerwald in Neulenkbach ist, 25 Mitarbeiter und beschäftigen uns hier ausschließlich mit dem Produkt Microsoft Dynamics NAV, was wie gesagt eine ERP-Softwarelösung ist und unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden dabei zu begleiten,
die Software für den Kunden so weit zu adaptieren, dass sie maßgeschneidert den Anforderungen der Kunden entspricht. Und unsere Aufgabe ist es dabei aber auch, immer wieder unbequem zu sein, Dinge zu hinterfragen, Prozesse zu hinterfragen und auch beim Kunden das eine oder andere Mal Nein zu sagen oder Alternativen aufzuzeigen. Weil ich glaube, die 100% Lösung in diesem Fall gibt es nicht. Wenn man auf eine 90-95% Lösung kommt, ist das schon sehr, sehr gut. Und die letzten 5-10% kosten im Regelfall sehr viel Geld und sehr viel Nerven. Und das gilt es halt dann auch immer zu hinterfragen. Vom Portfolio her, wie gesagt, die ERP-Software, klassisches CRM, also Kundenmanagement. Und was in diesem Themengebiet halt auch immer wieder dazugehört, ist Mobile Devices, also sprich die Lösung am Handy, die Lösung am Tablet, Zugriff übers Internet, Betriebsdatenerfassung, gerade bei Produktionsunternehmen, immer wieder ein Thema. Und meistens kommt dann auch noch die Überleitung Dokumentenmanagement, bis hin im Bereich Lagerlogistik, wenn der Mitarbeiter halt im Lager mit dem Handheld Daten erfassen möchte in Echtzeit, die in das System hineinbucht und so weiter und so fort. Auf der Referenzseite sehen Sie hier sowohl internationale als auch rein österreichische Referenzen, wie zum Beispiel die Firma Brandner in Lahn, der Thayer, der ja in Westeuropa zu einem der größten Anbieter und Produzenten von Agrarkippern gehört. Das war der Titel. Können IT-Projekte trotz knapper Budgets, ich glaube, das haben Sie heute schon sehr, sehr oft gehört. Und unsere langjährige Erfahrung sagt uns ja, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch in der Privatwirtschaft sind die Budgets knapper geworden. Die Budgets stehen immer wieder am Prüfstein und der Nutzen steht im Vordergrund. Also die Zeiten, wo aus Technologieverliebtheit man geglaubt hat, man muss das ein oder andere System heute haben, man muss die ein oder andere Anforderung umsetzen, die sind definitiv vorbei. IT-Budgets sind im Vergleich zu, wie das noch vor wenigen Jahren waren, mittlerweile zur CEO-CFO-Sache geworden. Die internen IT-Abteilungen bei unseren Kunden sind Wegbereiter, sind interne Consulter auf der Seite des Kunden, aber sind zu größten Teil keine Entscheider mehr, wenn es um das Budget geht, sondern diese Dinge sind heute wirklich auf oberster Ebene beim Kunden angesiedelt und hier wird der Nutzen in den Vordergrund gestellt. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut, weil ich glaube, das sehe ich auch bei unseren Kunden, end of the day, wir verkaufen und implementieren ein Werkzeug und ob das Werkzeug grün, blau oder rot ist, das sollte eigentlich heute nicht mehr groß das Thema beim Kunden sein, sondern die Ersparnis, die Erleichterung, die Unterstützung, die der Kunde durch so ein System bekommt, muss hier im Vordergrund stehen. Und vor wenigen Jahren war es generell noch so, dass der Kunde eher die Marschrichtung vorgegeben hat und gesagt hat, das brauche ich, so und so muss es ausschauen, was kostet es, wann kann ich es haben. Auch diese Zeiten sind vorbei, unsere Kunden kommen heute zu uns und sagen, ich habe ein Problem. Die Welt ist komplexer geworden, auch die IT-Welt ist komplexer geworden, die Anforderungen haben sich verschoben. Ich muss den und den Prozess abbilden, ich muss Daten dort und zur Verfügung stellen, ich muss Daten von jemand anderem in mein System hineinbekommen, ich muss. Wie können wir das lösen? Und somit ist auch für Unternehmen wie das unserige der Beratungsansatz hier immer mehr in den Vordergrund gekommen, im Hintergrund immer noch Technologielieferant, natürlich, aber nicht mehr hier der Umsetzer im Sinne von der Kunde hat das fertige Pflichtenheft und so soll es ausschauen. Bei Stihl, der Herr Hembach hat es kurz gesagt, haben wir die Situation, dass wir es dort mit dem Kunden, und das geht nur gemeinsam, mit viel Disziplin auf beiden Seiten es geschafft haben, dass Stand heute ein einheitliches System 17 Mal installiert ist, das in 22 Ländern verwendet wird, wo im Moment über 700 User damit arbeiten. Also sprich, wir haben in der Stihlwelt so ein klassisches Hub-and-Spoke-Szenario, da gibt es einen deutschen Mitbewerber mit drei Buchstaben, der wird dort in der Zentrale und in den großen Produktionseinheiten verwendet. Und irgendwann hat man dann einmal entschieden, naja, für viele der Vertriebsniederlassungen braucht man ein schlankeres System, man braucht ein System, das flexibler ist, das schneller implementierbar ist.
Und irgendwie wäre es auch noch schön, wenn das in allen Ländern gleich ist. In allen Ländern gleich ist halt nicht so einfach. Wenn ich sage, gesetzliche Anforderungen, da ist überall Finanzbuchhaltung mit drinnen, da gibt es Rechnungslegungsgesetze und so weiter und so fort. Und über die Jahre hat man das aber geschafft. Es ist dann ein Händlerportal dazugekommen, also sprich eine Mittelware, wenn Sie so wollen, ein Portal, über das sämtliche Bestellungen in die Drei-Buchstaben-Welt hinein abgewickelt werden, die von Importeuren oder von diesen Landesniederlassungen kommen. Und wir können mit Fug und Recht sagen, und darauf sind wir stolz, und darauf kann auch die Firma stillstolz sein, weil das geht nur miteinander, dass jeder dieser Rollouts und dass jedes dieser Projekte immer in Time und in Budget erfüllt worden sind, was in Zeiten wie diesen wichtig ist, aber in unserer Industrie, wie Sie vielleicht auch aus leidvoller Erfahrung wissen, nicht immer selbstverständlich ist. Wie ist es dazu gekommen? Eigentlich war Rumänien das erste Land, wo man sich entschlossen hat, Microsoft Dynamics NAV einzuführen. Da darf ich einen kleinen Ausflug dazu machen. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Standardsoftware, die wir als Microsoft-Partner von Microsoft zukaufen und dann aufgrund von Gesprächen, Workshops, Analysen hier noch ein paar Haken und Ösen und Mascheln dazu bauen, damit die Lösung rauskommt, wo der Kunde sagt, ja, so passt's mir. Das war quasi die Pilotlösung, und auf Basis der Erfahrungen, die man dort gemacht hat, sind dann bis zum Endausbau heute 17 Länder dazugekommen, und jedes dieser Länder hat exakt die gleiche Lösung im Einsatz, mit Ausnahme, wenn es finanztechnische Anforderungen, gesetzliche Anforderungen gibt. Ansonsten hat man es hier wirklich geschafft und damit auch die Kosten im Projekt sehr niedrig gehalten, dass man sich hier auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und vielleicht kann man da auch in den ein oder anderen Bereich der öffentlichen Wirtschaft Parallelen ziehen. Die ganze Geschichte funktioniert halt hier so, dass wir Rückmeldungen bekommen aus den Ländern, die sagen, ich brauche das, ich hätte gern so, ich hätte gern das. Es wird von in Stiel Weiblingen von der Zentrale gesammelt, ausgewertet, und die entscheiden dann, was kommt rein, was ist im nächsten Release drinnen. Und wenn es reinkommt in die Software, wenn wir etwas dazu entwickeln sollen, dann kommt es für alle Länder. Da gibt es keine Muren, da gibt es keine Revolutionen, das wird dort einfach so gelebt mit einer hohen Disziplin, das muss man dazu sagen. Und damit ist dieses System aber zentral wartbar, damit ist dieses System zentral schulbar, damit kann man bei diesem System auch im Sinne der Reisekosten sehr viel über Remote machen, sehr viel übers Internet mit den dementsprechenden Werkzeugen Schulungen machen, Know-how-Transfer machen. Und dieser Weg wird konsequent weitergegangen und weiter verfolgt. Und somit sind wir auch in der Lage, mit wenig Personalaufwand alle 22 Installationen, sprich alle 17 Länder von Neulenkbach aus, also auch das gibt es im Wienerwald, 24x7 zu supporten und zu unterstützen, wenn es technische Probleme gibt. Und die letzten Länder, mit denen wir letztes Jahr in Echtbetrieb gegangen sind, das war Finnland, Serbien und Kolumbien. Kolumbien war für uns besonders spannend. Dort gibt es geteilte Mehrwertsteuer. Also das war neben Griechenland die größte Challenge, was die Rechnungslegung angeht. Aber die ist dort ausgeklammert. Alles andere in dem System ist trotzdem so, wie es in den anderen Ländern verwendet wird. Habe ich vorher schon kurz gesagt, die gesetzlichen Anforderungen muss man betrachten dabei, die nationalen Gegebenheiten, und es muss in so einem Projekt, glaube ich, immer menscheln. Das ist das, was wir heute bei aller Technologie und bei allem Hype nicht vergessen dürfen. Da komme ich wieder zu dem Thema, ob die Software rot, grün oder blau ist. Gartner hat vor kurzem eine Studie herausgebracht, dass nur Stand heute 48% derartiger Projekte von den Kunden als erfolgreich bewertet werden. Und die meisten dieser Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern die scheitern an persönlichen Komfortzonen, die scheitern an Machtkämpfen, die scheitern an Kommunikation im Projekt. Das kann uns die beste Technologie nicht abnehmen. Also der Faktor Mensch, der gehört zu diesem Geschäft schon auch immer noch dazu. Und ich persönlich glaube, dass die Software bei sowas 30, 35,
maximal 40% des Erfolges ausmacht. Der Rest ist der Dienstleister und der Kunde und wie sie miteinander umgehen und wie fair und transparent sie im Projekt zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, wir haben hier, wie schon gesagt, ein klassisches Konzept. Anforderungen kommen rein, werden analysiert, wir geben unseren Sanktus dazu, wir prüfen eine technische Machbarkeit, wir hinterfragen auch das ein oder andere Mal, zeigen Alternativen auf. Und dann ist es hier in diesem Projekt so, dass dann der Kunde die Beauftragung gibt, dann geht es ganz klassisch in die Entwicklung und es gibt dann aber auch einen sogenannten Code Freeze, also irgendwann ist einmal Stopp, wo der Kunde dann weiß, jetzt kommt nichts mehr dazu, das ist es jetzt. Im Frühling geht es dann immer in eine Rollout-Phase, wo dann einige unserer Mitarbeiter rund um die Welt fliegen teilweise, die neue Release vor Ort implementieren, schulen. Und dann geht es wieder fürs restliche Jahr in den laufenden Support hinein und das wiederholt sich Jahr für Jahr und hat sich nach anfänglichen Widerständen, auch aus den Ländern bei Stihl, klarerweise, also dort war nicht jeder glücklich, dass er gesagt hat, okay, alles wird zentral, alles wird durchsichtig, ist ja nicht so einfach, alle liefern auf einmal die gleichen Kennzahlen, jeder kann jeden Lagerstand sehen und so weiter und so fort, also das bedeutet ja auch Transparenz für ein Unternehmen und das nimmt vielleicht auch manchmal die ein oder andere Hintertür weg, wenn es darum geht, naja, die Software ist schuld oder das System ist schuld, aber das konnte man ausräumen und mittlerweile sind wir auf einem Punkt angekommen, wo auch Importeure von Stihl den Nutzen dieser Lösung sehen und auf uns zukommen und sagen, ich bin Generalimporteur für Land XY, Stihl hat weltweit rund 120 Importeure und auch die Importeure sagen, eigentlich würde ich ganz gern mit genau dem gleichen System arbeiten, weil das ist erprobt, da ist alles drinnen, der Support ist gewährleistet und wenn ich Importeur von Stihl bin und das ist mein Hauptgeschäft, dann macht es auch Sinn, hier an dieser Best Practice zu partizipieren und die Software ebenfalls einzusetzen. Ich habe mit Herrn Jierig im Vorfeld lange diskutiert, wo ich jetzt hier den staatlichen Einfluss sehe, um hier ein bisschen den Schulterschluss auch zur Veranstaltung zu ziehen. Und was wir in dem Projekt halt gesehen haben, ist, was wirklich ein Thema ist, und das sollte man sich wenigstens auf europäischem Niveau wünschen, wäre mal in dem ein oder anderen Bereich, zum Beispiel wenn es um Rechtsgrundlagen bei der Rechnungslegung geht, dass man hier auf mehr Harmonisierung kommt. Gesetzliche Gegebenheiten sind natürlich immer wieder umzusetzen. Das ist klassisch von der ZM über eine UVA, die zu melden ist und so weiter und so fort. Da sind wir in Europa auf einem guten Weg. Also da zwickt es nicht so, da zwickt es nicht wirklich. Und was uns ein bisschen fehlt, ist, wenn ein Unternehmen sich heute dazu entscheidet, hier auf ein derartiges System zu setzen, und das gilt nicht nur für unsere, da gibt es genug andere Anbieter auch auf dem Markt, dann ist das Unternehmen hier auch dazu bereit, für Transparenz zu sorgen, dafür zu sorgen, dass Zahlen, die gefordert werden, geliefert werden können, dass die Dinge, die am Wertefluss im Unternehmen passieren, transparent sind und so weiter und so fort. Und ob man sich hier nicht, was ja eigentlich für den Staat als Kontrollorgan dann auch begrüßenswert ist, also ich glaube, jeder Steuerprüfer, jeder Wirtschaftsprüfer freut sich, wenn eine gescheite Software im Einsatz ist, ein durchgängiges System da ist und dokumentiert ist und man die Dinge nachvollziehen kann. Subventionierungsmaßnahmen zum Beispiel, und das ist für Unternehmen immer mit einem Risiko und mit Kosten verbunden, die werden sie hier vergeblich suchen, da gibt es nichts, aber sie kriegen heute eine Schulung, wenn sie Mitarbeiter zu einem Office-Kurs schicken, damit die Word und Excel lernen. Also da würde man vielleicht noch einen Hebel sehen, weil ich glaube, dass der Staat auch hier von derartigen Softwareprojekten auf der Unternehmensseite profitieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht auch davon profitiert, wenn er Word- und Excel-Schulungen fördert. Ich bin jetzt da hier sehr durchgerauscht. Die ganzen technischen Folien haben wir weggelassen und ich glaube, wir haben uns dem Zeitplan wieder ein bisschen angenähert. Ja, ich kriege ein anerkennendes Nicken. Ich hoffe, dieser Ausflug auf die private Seite auf die privatwirtschaftliche Seite eines derartigen Softwareprojekts war eine interessante für Sie. Und wie gesagt, im Vordergrund und dabei kann vielleicht auch der Staat lernen, weil auch in derartigen Projekten gibt es Landesniederlassungen, gibt es Abteilungen, gibt es lokale Häuptlinge, gibt es Kompetenzen, gibt es persönliche Komfortzonen.
Und auch hier war man gefordert, das ein oder andere über Bord zu werfen, um den Mehrwert fürs Unternehmen, wenn es um diese Investition geht, in den Vordergrund zu stellen. Und dort ist es eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Danke.